So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fall Guys mit unserem Lieblingskrakenleuchtdado. Ah. Und unserem Lieblingsgrünen Saurier. Hallo. 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 Ich bin die Beta-Bohne. Den Skin hat man für das Spielen der Beta bekommen. Richtiger Flexer-Skin. Und wir spielen ein paar Trupp-Shows. Let's go. Hast du den Skin schon mal bei irgendjemandem anders gesehen? Ganz, ganz selten sehe ich den bei so ein paar Leuten, ja. Ich meine, die Beta war ja irgendwie Free-to-Play auch schon damals. Da haben ja auch richtig, richtig viele gespielt vor Release. Machst du bereit, Paluten? So, es tut mir leid. Ich wollte nur fragen. Alles gut. Wenn du noch ein paar Minuten in der Lobby mit uns chillen willst, geht doch auch klar. Gerne. Ich rede immer gerne mit euch, ihr wisst das. Was ist euer Lieblingsgetränk? Boah, Tee. Was für Tee? Minions Fanta. Gut, dass wir es in der letzten Folge angesprochen haben, sonst wird diese Minion-Aussage gerade sehr verwirrend sein. So, was für Thema, oder du? Ich mag grünen Tee oder so. Boah, es gibt so ein. Ja, grüner Tee einfach. Das ist zu kompliziert. Wasser. Okay, grünen Tee und kompliziert. Ich mochte. Hatte ich auch schon ewig nicht mehr. Kiwi-Erdbeereis. Boah, das war so geiles Zeug. Eis? Kiwi-Erdbeereistee. Ist so ein bisschen wie Kiba. Kiba war Kirsche-Banane, ist auch cool. Ja, ist auch cool. Allgemein so Mixes. Aber so Kiwi mit irgendwas sieht man auch selten. Ja, Kiwi ist unterrepräsentiert, aber ich glaube, du kriegst auch aus so einer Kiwi wenig Saft, oder? Das stimmt, ja. Ja, ich zweifle auch ein bisschen dran, dass bei Kiwi-Erdbeereistee sehr viel Kiwi drin ist. Doch. Frischgepressten Kiwi. Ah, den gibt's auch fast nirgendwo, diesen Kiwi-Erdbeereistee. Das ist immer so ein kleines Weltwunder, den mal zu finden irgendwo. Dann nein, ich bin runtergefallen. Die richtige Marke. Ja, die Beta-Bohne macht das. Ja, du machst die Points. Ja. Ich bin hier bei... Oh. Ja, easy. Ja, aber Paluten, also Minion trinkst du gerne. Nee, ich tatsächlich, habe ich im Podcast auch gesagt, alkoholfreies Radler trinke ich sehr, sehr gerne. Hat nicht viele Kalorien, weil ich trinke ich gern. Okay, ja, klingt gut. So als Podcast habe ich leider lange schon, also 2-3 Wochen nicht mehr reingeguckt. Seit ich das Sponsorship von euch bekommen habe, ist einfach das Interesse weg. Ich habe einfach erreicht, was ich wollte. Das stimmt. Ja, das macht mich traurig, obwohl jetzt wirklich, es waren Knallerfolgen. Wir haben eine Oma verprügelt. Kann ich ja wegbingen an einem Tag mal. Ja, notfalls. Highlight der Folgen ist immer das, ist ein nettes Roleplay. Das eine Mal, also es werden regelmäßig Rentner verprügelt in den letzten Das mit dem Fahrradfahren und den Rentner verprügeln habe ich noch mitbekommen. Das war insane. Ja. Das war richtig gut. Das war, die Soundeffekte und so haben es auch richtig rausgehauen nochmal. Eine ist gestolpert. Oh. Ja, da gibt's jetzt praktisch Teil 2. Und eigentlich auch Teil 3, weil ich hatte schon wieder Stress mit einem Rentner. Was denn los? Wieso prügelst du? Ich fand mich so klug beim Podcast fühlen, weil du es einfach hier uns schon mal erzählt hast. Mit dem Rentner-Beef. Und dann kam es im Podcast einfach vor und ich so, oh, Paluten hat es mir schon erzählt. Ne, das Ding war, ich bin vielleicht nochmal an der gleichen Stelle mit dem Fahrrad längs gefahren. Und dann würdest du nochmal... Und nochmal wieder alter weißer Mann, der auch wirklich wieder einen auf Polizist gemacht hat, der am Anfang so gesagt hat, hey, ich lass dir das jetzt mal durchgehen. Wo ich mir dachte, du bist doch gar kein Polizist! So, egal. Das ja, aber merkst du ein Muster? Thema. Vielleicht solltest du da echt einfach nicht mehr mit dem Fahrrad langfahren. Nee, ich lass mir, dann haben die gewonnen. Ich fahre da jetzt erst recht immer mit dem Fahrrad lang, auch wenn ich da gar nicht in die Richtung muss. Er hat ja wirklich selber gesagt, oh, es ist ja echt wenig los, deswegen alles easy. Und dann meinte ich so, ja. Und dann meinte er, ja, aber in München macht ihr das doch auch nicht so. Ich so, hä? Ich bin doch gar kein, also ich wohne in München, aber ich bin doch kein Münchner. Nee, jetzt bist du Münchner. Der Mann hat entschieden. Er hat gesprochen. Scheinbar. Also, naja. Oh, was ist denn? Ach, will nicht runterfallen, ne? Aber ich war mal, als ich mit den Hunden draußen war, da ist so auf dem Feldweg unterwegs gewesen und da ist einer mit dem Auto lang gefahren.
Und dann haben Jesse und ich den so ein bisschen angemeckert und hat das Fenster runtergemacht und so traurig, wie man sich's vorstellen kann, hat er einfach gesagt, ich weiß nicht, wo ich bin. Oh mein Gott, haben wir uns schlecht gefühlt danach. Der wusste einfach nicht mehr, wo es lang geht und ist irgendwie auf dem Feld lang gefahren, hat sich komplett verfahren gehabt scheinbar. Oh, und dann wurde er noch von uns angemeckert. Nein, nein, nein. Oh. Ihr seid echt, also... Ja, das ist die Schlimmsten. Oh. ihr seid richtig fies. Der arme Rentner. Ja. Das war bestimmt der mich angemeckert hat. Ja, dadurch wurde er so verbittert, dass er dich dann angemeckert hat. Nee, es sind meistens, also ich erkenne tatsächlich ein Muster, es sind meistens wirklich, oh nein, ich bin runtergefallen. Ältere Leute, wir sind aber so, nur am Rausfliegen. So die typischen älteren Leute, die so, kennt ihr das, wenn die so einen Pullover über die Schulter legen? Also so ja. Rich-Rentner. Ja, ja. Genau die sich dann so als Aushilfspolizisten auch aufspielen und denken, sie hätten jetzt hier irgendwie... Oh. Ja, die sind halt alt und haben Geld. Die können sich halt alles erlauben. Ja, das Gefühl habe ich manchmal auch. Ich werde rumgebracht. Oh Gott. Ja, wir sind eh rausgeflogen. Wir hatten zu wenig Punkte. Wirklich? Ja, ja. Upsi. Oh Gott. Ja, passiert. Alles in Ordnung. Du nimmst dir nicht übel, Paluten. Und unser anderes Teammitglied. Nee, das ist zwar, glaube ich, auch sofort draußen. Ich dachte, wir können gar nicht rausfliegen. Doch, wenn wir nur die Hälfte der Punkte kriegen. Aber okay, zum Hauptmenü, let's go. Jetzt wird getryhardet. Jetzt wird getryhardet. Ja. Eine Runde jetzt geschafft. Die Beta-Bohne. Nee. Aber das ist jetzt, guck mal, jetzt denken die Leute so, oh, guck mal. Weil die Leute denken normalerweise, ach, die schaffen das immer, die kommen immer ins Finale. Und jetzt denken sie, oh, guck mal, jetzt wird's richtig spannend. Und jetzt geht's gleich richtig ab. Das Einzige, so, wenn wir über alte Leute reden, ist, was ich für mich hoffe, dass ich nicht so, also, man sieht manchen alten Leuten immer an, dass die alles hassen. Und so will ich nicht werden irgendwie. Das finde ich ein bisschen gruselig. Ja, ich will einfach, dass niemandem das Leben so zusetzt, dass man so verbittert dann am Ende seines Lebens ist. Boah, sollen sie halt verbittert sein, mich aber damit in Frieden lassen. Ja, das ist die richtige. Guck mal, Odano, guck mal. Endlich mal einer, der mir hier zustimmt. Also, ja klar, die sollen dem Frust dann nicht an anderen auslassen. Die ist natürlich ultra traurig dafür. Also, das ist ja genau das, die lassen das an anderen raus. Und dann denke ich mir, yo, die sind halt in dieser Welt gefangen, in dem alles scheiße ist. Und sie irgendwie ihre Weltansicht, jeder die haben muss und jeder erfolgen. Und keine Ahnung, klar, das ist für die halt auch ultra scheiße, aber... Ja, ich glaube, dadurch sind die aber noch mehr dann da drin gefangen, dass sie alles so als scheiße sehen, dass sie da auch nicht mehr rauskommen. Ja, klar, die sind ja gefangen, aber boah... Fuckt einfach nicht ab. Ja, das Ding ist, es sind ja nicht alle so. Nee, das sind nicht ganz alle ehrlich, so. Meine Großeltern waren die liebsten Leute der Welt. Nee, es gibt richtig viele, die ultra freundlich sind, das stimmt. Aber es ist ja immer so, ne? Negativbeispiele fallen mir auf. Ja, natürlich, es sind nicht alle so. Und es gibt auch junge Leute, die so sind. Also, so ist es nicht. Das ist auch true, natürlich, ja. Nee, die sind immer cool. Und machen alles richtig. So, jetzt wird richtig getryhardet. Jetzt wird richtig gewonnen. Ich muss jetzt ein bisschen leiser sein. Ich kann jetzt nicht so viel über ältere Leute lästern. Ja, klar, du musst dich konzentrieren. Was heißt denn das jetzt? Ja, ich lässte weiter über alte Leute, keine Sorge, ich mach das. Nee, das ist eigentlich so das Einzige, was ich hatte mit dem Opa im Auto. Und dass er mir immer noch leid tut. Und wenn du das Video hier schaust, tut mir leid. Ja, ich glaube, der wird dir nicht verzeihen. Ja. Ich verzeih ihm aber. Ich verzeih ihm, dass er mir im Weg war. Ich könnte mir vorstellen, wirklich, dass es einfach der gleiche war. Und der hat jetzt wirklich diesen Ärger, den er da mitbekommen hat, hat er einfach an mir ausgelassen. Ja, da gibt's Sinn. So, ich bin drin, wir haben Punkte. Da sehe ich unseren Kraken. Bin auch drin. Ja, bin auch drin, easy. Nice. Jawohl. Okay. Andy macht auch bestimmt bald ein paar Punkte. Der Animus Azubi. Ja. Alles. Der Animus Azubi. Ja, bei ihm steht wenigstens nicht Neuling, ja. Boah, das ist krass. Habt ihr das mitbekommen, dass Ubisoft die Server ausschaltet für richtig viel? Für ein Spiel. Und für Anno. Und für Anno? Ah, ich habe mitbekommen, dass... Anno die DLC-Downloads. Und vielleicht ein Multiplayer.
Ja, ich hab mitbekommen, dass die für ein Assassin's Creed irgendwie, dass man es da nicht mehr auf Steam runterladen kann. Das habe ich mitbekommen. Aber irgend so ein Spin-off-Teil nur. Ich hoffe, Anno behält den Multiplayer. Das wäre richtig traurig. Das neue Anno ist richtig gut. Ja, doch nicht bei dem neuen Anno, bei einem alten Anno dann, oder? Ich weiß gar nicht. Das macht doch nicht bei einem neuen Anno den Multiplayer einfach so aus. Ich möchte Danke sagen an Ubisoft für Uno. Danke, Jungs. Ja, wow, Uno war nice. Also Assassin's Creed Valhalla spiele ich auch immer noch. Habe ich gerade auf meiner Xbox wieder runtergeladen, dass ich es im Bett spielen kann. Oh, es geht ja los. Ja, die Map habe ich noch nie gespielt. Da brauche ich jetzt Tipps. Du musst durch die Ringe hüpfen. Und bis zum Ende. Ja, genau. Silberringe und Goldringe bringen ein bisschen mehr Punkte. Oh, da bin ich. Wenn du runterfällst, ist egal. Fängst einfach immer wieder von vorne an. Ach so, okay. Ganz am Ende ist ein Goldring. Also das Ende lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ja, ist gar nicht so einfach, hier so durchzukommen. Ah, okay. Ja, der Goldring am Ende ist auf jeden Fall das Wichtigste eigentlich, weil er 5 Punkte gibt. Ja, kein Ding, die sammeln zusammen Punkte. Oh. Zack. Und da einmal drüber hüpfen. Ich hab hier echt Probleme. Und Goldring. Ich bin hier hinten zusammen mit Andy. Ja, man spawnt hier immer wieder oben. Ich sehe dich vor mir. Ah. Oh mein Gott, ich bin so gut an der Bohne gestoppt worden. So, und noch mein Goldring. Guck mal, noch 10 Punkte, dann sind wir weiter. Okay. Zack. Dann nur zweimal Goldring. Oder sowas. Oh ja, es sind einer. Okay, einer ist gerade mal qualifiziert. Ja. Wir haben also nur noch einen Goldring fehlt. Obwohl ich Drei, Silber drin? Vier. Noch 2 Punkte. Ich hol einen Goldring. Oh, oder auch nicht. Okay. Ich hüpf Goldring. Hab's. Ja, sehr gut. Jawoll. Oh. Teamwork. Ja. Teamwork makes teamwork. Das war nicht knapp. Wir sind die Besten. Wir haben Andy im Team. Typisch Andy. Stimmt, was war das nochmal für eine Serie? Typisch so, Andy. Das war so ein Typ, so Streiche der, gespielt Meister hat. Meister der Streiche. Ja, typisch Andy. Typisch Andy. Hey, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der Typ, den man Meister der Streiche nennt. Weiter weiß ich nicht. Alle so Omas angezündet. Fernseh geschädigt in der Kindheit auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch einmal gesehen. Aber die Serie kenne ich nicht. Das war damals so geil, dass diese ganzen Animes, die nach Deutschland kamen, einfach deutsche Intros bekommen haben. Ja, die waren auch echt gut teilweise. Diese Naruto One Piece Intros auf Deutsch waren einfach richtig cool, ja. Das ist typisch Andy. Oh Gott, der sieht ja. Ja, richtiger Lauch. Nur, was muss ich machen? Ausweichen. Einfach hier so zu mir, komm mit zu mir an die Seite. Oder, ja. Ja, sehr schön. Einfach hier so stehen, wo ich stehe ungefähr. Da fliegen die Sachen am ehesten an einem vorbei. Okay, ich bin direkt bei dir. Ist gut, dass wir hier alle stehen, dass wir auch wirklich alle runterfliegen. Ja, eben. Wenn dann verlieren wir schon als Team. Das stimmt. Mitgehangen, mitgefangen. Also Andy ist schon mal rausgeflogen, unsere Punkte sinken. Das ist schon mal gut. Andy gibt sich Mühe, dass wir verlieren. Oh. Du musst echt. Bleib einfach stehen, Paluten. Wirklich. Wir können einfach reden. Okay. Wir können aber wirklich reden in diesem Spiel. Okay. Ist, selbst wenn irgendwas hierher fliegt, ist. Man muss einfach. Du musst einfach stabiler sein als die Gegenstände, die hier auf uns zufliegen. Das ist das Wichtigste. Dass das hier kippt, ist egal. Ich bewege mich nicht. Ich weigere mich zu bewegen in diesem Modus. Und es hat bisher oft geklappt. Okay. Ja, wir haben halt ein Gigaproblem von den Punkten, solange jetzt nicht irgendwelche Gegner rausfliegen. Ja, da fliegen ja bestimmt jetzt noch irgendwie so 4 runter oder so. Wir holen Team 4, sehe ich gerade. Oh, wir sind Platz 4, wir sind weiter. Wir dürfen nur nicht rausfliegen. Platz 4, kommt Team 4 weiter? Ja, steht oben links, es backt ein bisschen, dass die 4 auch ein Ausrufezeichen da hat. Einfach nicht rausfliegen. Wir sind aber nur knapp vorm Rausfliegen, aber... Oh Mann, ey. Na? Sag doch, hier muss man nichts machen, Paluten. Alles gut. Ja, ich bewege mich trotzdem die ganze Zeit. Alles entspannt. Ich bin. Guck mal, Gott! Nein! Ich bin aber stehen geblieben. Achso, ihr seid noch da. Ja, klar. Boah, ey, nice. Ich hab grad so Glück gehabt. Alter. Das war Skill. Ich hab Zombie festgehalten, dann haben wir 3 Frames geskippt und dann haben wir super drauf geblieben. Frame perfect, Konter gemacht und easy. Aber es war doch wirklich gerade knapp, oder nicht? Ja, wenn man getroffen wird, fliegt man oft auch nicht so runter. Okay. Aber ja, ist halt ein Spielmodus, der echt oft kommt. Da geht's! Oh, Finale! Jawohl. Ah, der Klassiker. Guck mal, da bin ich. Da war ich eine Zeit lang mal echt gut drin. Oh, guck mal. Das ist ein Morado. Ja.
Hat Manu seine Katzen schon? Nee. Okay. Ah. Nee. Fertig. Der Rest hört ihr im Podcast. Ah. Achso, nee, es ist das. Nein! Oh, ja, ja, alles. Okay. Ja, ja, hier ist absolutes Chaos, ich sehe schon. Oh, Paletto? Ja. Ah, da ist jetzt. Da bin ich weit gefallen. Ist schon mal nach oben? Ja, ich bin bei Lila gerade. Gemütlich am Hüpfen. Oh. Okay. Ihr zerstört die Ebenen aber richtig gut. Ah. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, hier ist Andy. Andy, geh weg! Okay, ich muss hier eigentlich helfen. Boah, also die Ebenen werden echt weggeschreddert. Das ist unglaublich. Ja, ja, aber pass auf, das mach einfach hier langsam. Weil wenn da oben einer campt oder sowas. Na, nun, langsam! Was war das jetzt? Ich hatte Panik. Okay, Zombie. Ich hab meine Ebenen weggeschreddert. Ja, ich war das jetzt wieder. Ich bin eine Ebene weiter oben noch unterwegs. Ich bin noch ganz oben gerade. Ja, ich bin jetzt tot, aber hier unten ich hab noch zwei Platten. Wir haben gewonnen, glaube ich. Victory Royale. Ja, ich hab doch gesagt, wir schaffen das. Ah. Ich hab denen die Platten abgeschnitten, Zombie. Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Danke. Ja, also ich war auch auf der gelben Ebene noch. Das war richtig chill. Ich hab die alle gut weggetrieben. Oh, wisst ihr, was richtig cool ist, dass Andy gewonnen hat? Weil ich glaube, der freut sich jetzt richtig. Max und also ich liebe es, dass die auch diese Namen haben. Der sieht halt auch, der spielt halt einfach auch wie ein Andy. Und das freut mich einfach, dass wir dann Andy helfen konnten. Und letzte Folge hatten wir, wie hieß er? Oh, ich hab vergessen. Paluten? Max, ja, Max hatten wir letzte Folge. Ja, Paluten, der spielt auch wie so ein richtiger Paluten. Aber das war's wieder mit einer kleinen Runde Fall. Nein, du spielst echt gut. Das war's mit einer weiteren Runde Fall Guys. Gemeinsam mit Paluten und Maudado. Schaut auch gerne bei Paluten vorbei für mehr YouTube-Videos und bei Maudado für Twitch-Streams oder anderen Gaming-Content oder vielleicht Vlogs. Vlogs von deinen ganzen Ausflügen. Ja. Ich bin viel unterwegs. Ja, Vlogs. Film alle. Dass es so richtig nervig ist. Ja, das ist irgendwie Sache. Keine Ahnung, ich will nicht die ganze Zeit meine Freunde abfacken und die Kamera überhin halten. Ich glaube, das ist ultra unentspannt. Ja, aber Content. Nein, okay. Ich weiß, das ist eben. Das macht sie ja eigentlich eher kaputt. Gut, dann war es das mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe, hat Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann.